Herzlich willkommen zu meinem Guide, hier alle Herzteile in The Legend of Zelda Link's Awakening findet. Gleich geht es los, aber vorab eine Sache. Ihr findet eine interaktive Karte in der Beschreibung als auch in den Kommentaren. Die habe ich extra für euch erstellt und dort findet ihr alle Herzteile und Zaubermuscheln schön interaktiv und könnt sie auch einfach ganz bequem auf dem Smartphone öffnen oder auf dem Tablet und nebenbei eure Suche starten. Oder ihr nutzt dieses Video, wenn ihr einfach die genauen Details haben wollt. Und nun geht's los, Leute. Euer erstes Herzteil findet ihr, wenn ihr in Möwendorf nach links lauft, zum Brunnen einmal reinspringen und voilà, da liegt es auch schon, Leute. Für Herzteil Nummer 2 müsst ihr nur einen kleinen Fisch angeln. Achtet darauf, dass ihr bei der Angel ein bisschen aufpasst, wenn die sehr stark unter Belastung steht. Solltet ihr A nicht drücken und in der Zwischenzeit sehr viel hämmern, das ist die beste Methode. Und damit solltet ihr spielend leicht in euer zweites Herzteil kommen. Herzteil Nummer 3 haltet ihr schließlich, wenn ihr einen großen Fisch angelt. Hier gilt natürlich das gleiche wie bei einem kleinen Fisch. Ihr müsst nur aufpassen auf eure Angel und dann werdet ihr das natürlich easy schaffen und werdet im Normalfall auch den mittleren Köder bekommen für die etwas schwereren Fische. Herzteil Nummer 3 kauft ihr einfach im Laden für 200 Rubine. Die meisten werden das sicherlich irgendwann automatisch erledigen. Auch in Möwendorf könnt ihr ein Herzteil in der Kemenate erspielen. Das liegt hier schön mittig und kann relativ einfach erspielt werden. Auch Herzteil Nummer 6 erspielt ihr in der Kemenate. Die Bedingung dafür ist allerdings, dass ihr die Teufelswelle abgeschlossen habt, also den dritten Dungeon, und alle bis dahin einmaligen Items erspielt habt. Das ist die Zaubermuschel, die Schnüppchenfigur und der Kammerstein. Dann sollte das Herzteil ganz normal erspielbar sein. Herzteil Nummer 7 findet ihr in der Kokolinsteppe. Verlasst den Zauberwald und benutzt die Greifenfeder, um es euch zu schnappen. Ein Stückchen weiter östlich ist der Fratzenwald und auch hier findet ihr ein Herzteil, indem ihr eure Greifenfeder benutzt. Klettert in einem Baumstamm im Zauberwald und durchquert die Höhle, löst das Schieberätsel und ihr werdet Herzteil Nummer 9 erhalten. Auch im Taltalgebirge gibt es ein kleines Schieberätsel zu lösen, das mitten auf dem Weg liegt. Am besten macht ihr das von der anderen Seite, so könnt ihr die Steine relativ kompakt zur Seite schieben und erhaltet Herzteil Nummer 10. Erneut erwartet euch ein Schieberätsel, diesmal an der Orunga-Steppe. Hier könnt ihr gleich zu Beginn in die Höhle gehen, gleich wenn ihr von Möwendorf leicht nördlich geht. Und dort findet ihr das Herzteil, das ihr einfach via Kraftarmband erhaltet, ebenso wie 50 Rubine in der Kiste davor. Auch am Muschelbazar könnt ihr euch ein Herzteil holen. Einfach dorthin gehen, wenn ihr 5 Zaubermuscheln habt und schon erhaltet ihr ein Herzteil. Für Herzteil Nummer 13 müsst ihr zum Schicksalsacker. Ihr könnt euch das Ganze mit Pegasus-Stiefeln erleichtern, aber ihr könnt das Herzteil auch direkt so erreichen. Dafür werdet ihr einmal so ins Loch fliegen und müsst dann sehr präzise springen. Mit der Greifenfeder kann man gerade so die beiden Löcher überspringen. Zurück zur Orunga-Steppe findet ihr hier eine brüchige Wand. Die sprengt ihr auf. Mit den Pegasus-Stiefeln nehmt ihr die Felsen aus dem Spiel, sprengt die zweite brüchige Wand und voilà, ihr erhaltet hier Herzteil Nummer 14. Das 15. Herzteil, das involviert nun Boris. Hierfür müsst ihr das Labyrinth Erfülltes Herz zusammenstellen. Dafür gibt es viele verschiedene Optionen. Ihr könnt euch das Ganze natürlich entsprechend einfach gestalten, je nachdem. Ihr seht hier nur mal einen grundsätzlichen Aufbau von mir. Wenn ihr dann diesen Dungeon abgeschlossen habt, wie gesagt, erhaltet ihr euer Herzteil. Für Herzteil Nummer 16 müsst ihr zum Zoodorf gehen. Geht schön drumrum und rennt einfach hinter dem Zaun. Dort erhaltet ihr es ganz automatisch.
Auch in der Durstwüste erhaltet ihr noch ein weiteres Herzteil. Hierfür müsst ihr einfach nur im Treibsand herabsinken, einmal die Wand sprengen nördlich und das Herzteil einfach mitnehmen. Weiter geht es zu den Taltalhöhen. Wenn ihr die Schwimmflossen habt, könnt ihr hier in die Höhle schwimmen, einmal tauchen für Herzteil Nummer 18. Mit den Schwimmflossen werdet ihr so manches Herzteil durch Tauchen erhalten. Hier zum Beispiel an der Zwergenbucht beim Übergang zu Zodorf einmal tauchen für ein weiteres Herzteil. Auch an der Zwergenbucht, wenn ihr einfach beim See schön weit Richtung Süden schwimmt, findet ihr noch ein Herzteil. Und wieder geht es weiter bei der Zwergenbucht. Hier einfach die Büsche zerschlagen, einmal ins Loch, das Herzteil durch Tauchen erspielen und voilà. Noch ein Herzteil durch Tauchen erwartet euch bei Schloss Kanaleth. Hier braucht ihr nicht zwingend den Enterhaken, ihr könnt es auch von der anderen Seite erreichen, aber so geht es ein bisschen zackiger. Einfach rüberziehen zum Baumstamm und einmal tauchen für das nächste Herzteil. Mit dem Enterhaken im Zauberwald könnt ihr hier in den Baumstamm rein und einmal rübergezogen 50 Rubine erspielt, nochmal rüber für das Herzteil Nummer 23. Auch an der Kokolindsteppe, hier neben dem Friedhof, könnt ihr via Enterhaken euch zu einem Herzteil ziehen. Alternativ reicht es hier allerdings auch mit einem gezielten Pegasus-Stiefel plus Greifenfedersprung und den Bomben das Herzteil zu erreichen. Das ist eine alternative Möglichkeit. Zurück ins Zoodorf könnt ihr auch mit dem Enterhaken euch endlich hier das Herzteil holen. Einmal die nördliche Wand aufgesprengt, dann mit der Bombe den brüchigen Stein erledigt und von der anderen Seite einfach rüberziehen. Dann geht es weiter zur Boris erneut. Hier müsst ihr Kammern verbinden Nummer 2 lösen. Hier ein Aufbau von mir einfach mal ganz grob mit Treppen. Und wenn ihr das gelöst habt, winkt euch das nächste Herzteil via Boris. Nördlich der Ruinen seht ihr eine Höhle. Schwimmt dorthin, zieht euch einfach rüber mit Enterhaken zum Herzteil. Und damit geht es nun zu den Stromschnellen. Wenn ihr hier den Enterhaken nutzt, um euch diagonal zur westlichsten Bahn zu ziehen, so kommt ihr auf die Bahn, auf der ihr das Herzteil hier erreichen könnt. Für das nächste Herzteil bei dem Stromschnellen müsst ihr die Schnellschnellen in unter 40 Sekunden abschließen. Das kann gegebenenfalls zwei Anläufe brauchen, falls ihr zuvor eine andere Belohnung erhalten habt. Ihr könnt hier nämlich auch einen Kammerstein und eine Zaubermuschel ergattern. Nun geht es zum Taltalgebirge. Hier findet ihr ein Herzteil, das man schon früh im Spiel sehen kann, aber sehr viel später halten kann. Wenn ihr den Enterhaken oben benutzt und euch rüberzieht und die Höhle von hier betritt, einfach die südliche Wand aufsprengen, einmal durchrennen und voilà, da ist es auch schon. Auch am Taltalgebirge müsst ihr hier an diesen Hang einfach schön nach Westen rennen und ihr werdet das nächste Herzteil erhalten. Im Schildkrötenfelsen selbst gibt es einen Ausgang im Norden. Dort könnt ihr dann auch den Teleporter aktivieren. Wenn ihr diesen Dungeon über den Ausgang verlässt, dann werdet ihr ganz automatisch das Herzteil schon oben erkennen können. Einmal mitnehmen und ihr seid fast fertig. Nun müsst ihr ganz zum Schluss nur noch die Herausforderung, die Uhr tickt, von Boris meistern. Wenn ihr das geschafft habt, dafür müsst ihr ganz schön viel im Übrigen vorher erledigen, so winkt euch ein ganzer Herzcontainer zum Schluss, also eine saftige Belohnung, die ihr da von Boris noch einmal erhaltet. Und das waren auch schon alle Herzteile. Ich hoffe, es war sehr nützlich für euch. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, auch wenn ihr Hilfe braucht. Und ansonsten guckt einfach in die beigefügte Karte, die ich auch schon zu Beginn erwähnt habe, natürlich als zusätzliche Hilfe. Die sollte gegebenenfalls auch ganz alleine schon ausreichen.
Ansonsten guckt doch gerne auch in die anderen Guides. Hier haben wir noch einen Zaubermuschel-Guide und natürlich für Breath of the Wild den guten alten Croc-Guide, der schon fast ein bisschen zur Internetlegende geworden ist. Aber okay, bis zum nächsten Mal, Leute.